Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pokémon Schwarz 2 Randomizer Nuzlocke. Ja, wie ich im letzten Part schon angesprochen hatte, habe ich meine Pokémon hochtrainiert Richtung 19, 20, weil ich ja nicht weiß, welche Pokémon nächste Arena-Leiterin hat. Wir gucken direkt rein. Und zwar seht ihr schon Zapdos auf Level 20, Ibitak auf Level 20, Morabel und Zemops auf Level 19. Wir gucken auch gleich mal rein, was sie so Schönes gelernt haben oder eventuell eher weniger. Ich glaube, Morabel hat noch nichts Neues dazugelernt. Zapdos lernt überhaupt nichts Neues dazu, bis es sich entwickelt. Behalten wir wirklich nur die vier Attacken. Ich hoffe, dass wir trotzdem noch das Pokémon relativ lange haben. Und ja. Zemops hat, glaube ich, auch nichts Neues dazu gelernt. Oder vielleicht Body Slam? Ich glaube, Body Slam hat es neu dazu gelernt. Frostbeule hatte es, Aquaknarre und Pulverschnee hatte es auch schon. Dann hätten wir Ibitak. Ibitak hat, glaube ich, nur Aeroass neu dazu gelernt. 60er Step-Attacke und Verfolgung müsste es gehabt haben schon. Ja, also wir haben gute Wahl, also beziehungsweise wir haben gutes Matchup gegen Wasser-Pokémon, wir haben gutes Matchup gegen Feuer-Pokémon, wir haben gutes Matchup gegen Pflanze, Käfer-Pokémon, Boden, Gestein haben wir auch noch ein gutes Matchup. Stahl wird okay sein, weil wir mit Bodenattacken bzw. noch mit Wasserattacken bei Morabel gut die Stahl-Pokémon encountern können. Was wahrscheinlich eklig wird, sind wieder mal Zapdos bzw. Elektro-Pokémon. Und ja, ich würde sagen, wir gehen direkt zur Arena rein, denn wir hatten, glaube ich, im letzten Part, das ist schon wieder ein bisschen länger her, die Papyro-Werke schon abgeschlossen. Und ich möchte auf jeden Fall heute nach Stratos City kommen, dass wir auf jeden Fall, ja, sag ich mal, ein paar neue Sachen bekommen. Neue Pokémon eventuell, neue Items und Co. Deswegen würde ich sagen, gehen wir auch direkt rein. Wir bekommen natürlich hier ein Tafelwasser. Und ich bin mal gespannt, welche Pokémon die Arena-Leiterin hat. Natürlich bekämpfen wir erstmal noch die zwei anderen Trainer. Und ja, direkt rein in den ersten Kampf. Ein Schillass. Ein Pflanzen-Pokémon, später natürlich Pflanze-Boden-Pokémon. Da muss ich leider austauschen auf Ibitak, denn wir werden vierfach sehr gut getroffen von Rasierblatt und ja. Deswegen schicken wir Ibitak rein. Machen natürlich gleich Aeroas. Oh, Tackle kommt nur. Okay. Ich hätte jetzt mit Rasierblatt gerechnet, aber so ist es nicht. Ein Caputo, ein Wassergesteins-Pokémon. Ja, da muss ich natürlich wieder austauschen auf Morabel. Oh, Absorber. Okay, er hat natürlich keinen Step. Ist natürlich sehr tief. Ich würde sagen, wir machen erstmal Lehmschuss. Und schauen mal, wie viel Schaden wir tatsächlich abziehen. Okay, One-Shot. Okay, ich muss sagen, wir sind ein bisschen überlevelt gegen Satz zu den normalen Trainern, aber gegen die Arena-Leiterin
sind wir gleich auf mit dem Level, würde ich so behaupten. Also mit ihren stärksten Pokémon. So, die nächste Herausforderin möchte kämpfen. Oder ich möchte gegen sie kämpfen. Und sie schickt direkt ein Nidoran weiblich rein. Wir machen natürlich Lehmschuss. Hinzu, dass wir es one-shotten. Natürlich one-shotten wir, weil Boden sehr effektiv gegen Gift ist. Das habt ihr aber sicherlich gewusst. Und natürlich ein Hippopotas mit Sandsturm. Da wir von Typ Boden sind, interessiert das mich so gut wie gar nicht. Wir machen natürlich Aquaknarre. Und Hippopotas ist nicht mal One-Shot. Okay. Gena sollte nichts mehr machen, denn wir greifen an und das Ding ist weg. Und das Hippopotas war auch das letzte Pokémon, also von daher schlafen wir nicht ein. Sehr schön. So. Mika, die zweite Arena-Leiterin. Mal schauen, ob wir sie besiegen können oder auch nicht. Sie schickt Floink rein, okay. Ein Starter-Pokémon aus der fünften Generation. Später natürlich Feuerkampf. Jetzt noch derzeit nur Feuer. Wir machen Lehmschuss. Hätte ich auch natürlich Aquaknarre machen können. Es ist alles beides sehr effektiv. Okay. Wir hatten eine Sinnelbeere auf ihr Pokémon. Ein Eater. Nützt dir überhaupt nichts, denn ich greife speziell an. Und das Ding ist weg. Okay, erstes Pokémon war relativ leicht. Gesichter möchte ich natürlich nicht erlernen. Ein Mantius. Da kann man doch mal auf Zapdragon wechseln. Und hoffen, dass unser Zapdragon das Ding wegmacht. Oh, Konfusstrahl. Nicht so gut. Aber wir probieren es mit Ladestrahl. Wenn wir uns natürlich nicht selbst hauen. Das ist kritisch. Ich werde... Will ich Seamobs mit Body Slam? Ja komm, wir machen Seamobs. Dass auch Seamobs ein bisschen in Action kommt. Zapdragon hat es natürlich leider verspielt. Verhauen. Gut, Body Slam sollte entweder es paralysieren oder Konfusstrahl ist wirklich nervig. In der zweiten Arena, beziehungsweise auch in der dritten, vierten Arena. Es ist eklig, wenn wir uns permanent selbst verletzen. Ich mach nochmal Body Slam. Flügelschlag, okay. Keine Para, schade. Ich mach nochmal Flügelschlag. Wir setzen nochmal Body Slam ein. Immer noch keine Paare, okay. Ah, jetzt kommen die Paare, sehr schön. Wir sind also schneller, ich hoffe, dass wir treffen. Ah, Zugtrank, okay. Könnte ich theoretisch auch machen. Was ich auch machen werde. Aber mit Tafelwasser. Wenn er... Supertrank einsetzt, dann setze ich auch Supertrank ein. Warum denn nicht? Flügelschlag sollte nicht so viel abziehen. So, machen nochmal Body Slam. Und es ist mal Parat, sehr schön. Nochmal Parat, sehr schön. Somit haben wir das zweite Pokémon von drei Pokémon besiegt.
Ledian, ein Käfer-Pokémon, Käferflug. Voll entwickelt schon. Ja, da mach ich einen Pulverschnee. Dischschild. Dischschild war für spezielle. Ah, schade. Pulverschnee zieht also nicht mehr allzu viel ab. Ja. Oh. Sehr effektiv. Zieht aber gar nichts ab. Tempo Heap macht wie viel? Ah, ist sehr effektiv. Oh, wir kriegen nochmal die Paar. Sehr schön. Sind wir immer noch langsamer? Nein, wir sind nicht mehr langsamer. Deswegen. Body Slam. Ein Zitrusbeere, okay. Bodyguard. Ah, Bodyguard ist natürlich. Okay. Bodyguard ist okay. Das ist wieder paralysiert. Wollte Tempo Heap einsetzen. Eine sehr effektive Attacke. Gegen Eis-Pokémon. Deswegen müssen wir gleich mal wechseln. Aber ihr seht schon, Level 19 gegen Level 19 ist schon okay soweit. Nee, ich werde nicht wechseln. Ich werde tatsächlich doch einen Überdrang nochmal einsetzen. Ah, Reflektor. Jetzt hat er Reflektor und Lichtschild draußen. Fisch halbiert das Ganze. Fisch, aber wir besiegen es trotzdem in der nächsten Runde. Unten weg ist es. Sehr schön. Hätte ich gewusst, dass es Schild aufsetzt, hätte ich natürlich angegriffen, anstatt mich zu heilen. Aber so sind wir auf der sicheren Seite. Und somit haben wir auch gewonnen. Mit unseren 10 Mobs. Und es ist Level 20 geworden. Sehr schön. So, jetzt weiter oben. Wir hörten uns. Was mir aber gerade einfällt, wir müssen ja erstmal nach Pockewood. Nach Pockewood. Wir können erst quasi nächste Folge Richtung Stratos City. Aber dann würde ich ganz gerne Stratos City wirklich gut erkunden. Magemut erhalten wir. Wir gucken gleich mal, was das für eine TM ist. Das ist nämlich nicht Schock. Schockwelle, wollte ich gerade sagen. Giftschock. Magemut. Eine Kampfattacke. Ein Angriff, der dem Ziel Schaden in Höhe der aktuellen KP des Anwenders zufügt. Letzterer wird dadurch selbst besiegt. Ah, das ist so eine Attacke, die ich nicht einsetzen würde. Überrolle. Ich guck gerade mal Überrolle. Kann jemand Überrolle erlernen? Nein. Okay. Schade. Ist ja theoretisch Raub gewesen, in Anführungsstrichen. Müsste ich entweder ein Kampf-Pokémon dann beibringen, quasi, oder ein Undicht-Pokémon, weil ich bin mir gerade unsicher, weil Feuerzahn können sehr viele anscheinend. Selbst Moabel und Seemobs. Also müsste es dadurch, dass Feuerzahn Rückkehr war, kann das quasi so gut wie jeder. Deswegen bin ich mir unsicher, ob Überroller auch ein Undicht-Pokémon kann. Und wenn das der Fall sein sollte, könnte man wirklich heftige Moves auf heftigem Pokémon beibringen. Zum Beispiel Undicht-Pokémon Kampf-Move beibringen und es könnte selbst Undicht-Pokémon besiegen. Also es wäre relativ cool. So, jetzt müssen wir natürlich zu Pokéwood. Wir heilen aber unsere Pokémon erstmal. Ich bin mir auch gerade sehr unsicher, ob ich ein Pokémon fangen sollte irgendwann, falls ich kein Pokémon fangen sollte in der Nuzlocke, was zerschneiden kann, dass mir die Zerschneiderbäume wenigstens wegmachen können und das eingefangene Pokémon eben wirklich auf eine separate Box immer legen. Also das darf ich nicht in einen Kampf einsetzen.
Das darf ich wirklich nur dann als der Schneider Sklaven benutzen, falls ich kein Pokémon fange, was eben der Schneider kann. Aber das werden wir irgendwann mal sehen. Vielleicht mache ich das so ab der 4. oder 5. Arena. Ja, ich sag mal ab der 5. Arena, wenn wir Surfer bekommen dann. Dass ich nochmal alle Runen nochmal abklapper, hier einen Zerschneiderbaum haben. Aber erstmal geht's Richtung Pokéboot. Wir wissen ja, dass wir dort hingehen müssen. Das ist das gleiche wie in Pokémon Weiß 2. Das würde ich ja ganz gerne rausschneiden wollen, aber das gehört eben nun mal dazu. Also werde ich es drinnen lassen. Ja. Wer natürlich jetzt abschaltet, das ist natürlich klar, weil das ist das gleiche. Wie in Pokémon Weiß 2, wo ich einfach hier den Film angeschaut habe und natürlich den Film nochmal nachgespielt habe, aber in besser eben. Deswegen werde ich hier alles wirklich so schnell wie nur möglich skippen, dass wir wirklich im nächsten Part so schnell wie nur möglich auf Stratos City zusteuern können. So, jetzt geht's rein ins Kino. Da bin ich jetzt auch gespannt, ob das die gleichen Pokémon sind. Wird's ein Riolu sein? Ich glaube schon. Riolu-Mann. Ja, wenn so solche Kinos wirklich bei uns geben würde, oh mein Gott, ich glaube, das Kino wäre nie besetzt. Also, da würde niemand zum Kino gehen. Wären so solche Filme da. Aber die aktuellen Filme, muss ich sagen, gehen. Obwohl ich ja seit längerem nicht mal im Kino war. Also ich weiß selbst gerade nicht, welche Kinofilme laufen im Kino. Ich würde potenziell sagen, die Filme würden gehen. Also, was ist denn gerade aktuell eigentlich im Kino? Ich bin mir gerade sehr unsicher. Das letzte Mal, wo ich war, war bei Flug der Piraten Teil 4. Ja, ich glaube, Flug der Piraten Teil 4 oder Flug der Karibik. Flug der Karibik hieß es. Der vierte Teil. Ja. Habe ich aber auch nur bis zur Hälfte angeguckt, weil es relativ spät abends war. Genau, und ich musste noch eine Straßenbahn schaffen mit einem Kollegen. Jetzt sind wir zurückgefahren mit der Straßenbahn, mit der letzten Straßenbahn, sonst wären wir wirklich dort in den Ort geblieben. Und ja, sind dann zu Fuß nach Hause gelaufen, so ungefähr eine halbe Stunde. Das war kurios, muss ich sagen. Aber es war relativ cool, der Tag. Das erste Mal, dass ich mit einem Freund rausgehen konnte, ein bisschen weiter weggehen konnte, mit der Bahn rein in den Ort und dann wieder raus, relativ abends. So, das war das erste Mal, dass ich selbst irgendwo war, aber das war auch vor Jahren. Wann kam denn Fluch der Karibik raus? Teil 4, ich glaube, das war vor 12, 13 Jahren. War das vor 12, 13 Jahren ungefähr? Ich glaube schon. Wenn nicht, ist es sogar noch älter. Naja, egal. Hauptsache, wir haben erstmal das Video oder den Film angeschaut von dem Kapitän oder vom Vater von Mika. Das soll wieder Kapitän werden, anstatt hier irgendwie Filme drehen.
die er dann so verhaut. Deswegen probieren wir es jetzt aus, ob wir es besser machen können. Aber ich glaube schon, dass wir es besser machen können. So, hallo Mr. Woody. Ich möchte ein Filmstar werden. Vielleicht auch nicht. So, Sandro, der ehemalige Eis-Arena-Leiter aus Pokémon Weiß und Schwarz, ist es ja. Wer es noch nicht gewusst hat, das müsste der 7. Arena-Leiter gewesen sein, genau. Und ja, sehr interessant auf jeden Fall. So, Film drehen bitte. Leih-Pokémon natürlich, ich möchte nicht meine eigenen dafür opfern. Und los geht's. So, das erste Pokémon ist ein Gladiandri. Wir schicken natürlich Riolo rein, also es ist alles geblieben, so wie es ist. Wir machen natürlich Kraftwelle, das Gladiandri wird vierfach sehr effektiv getroffen. Dann machen wir Eishieb auf Skalück. Riolo Girl, kein Riolo Kid, sondern Riolo Girl. Und ob ich das bin. Aha. Ja. Ende 2. Wir machen natürlich Eishieb und. Galück macht Filter, okay. Ich bin mal sehr. Ein Volltreffer, okay. Ich bin mal sehr gespannt, welche Pokémon wir tatsächlich dann noch einfangen. Also. Ich würde. Leben gerne Riolu fangen wollen, so dass wir ein Lucario haben. Kampfstahl-Pokémon ist mega, resistiert relativ viel. Ich muss natürlich einiges einstecken, gerade wie Kampffeuer. Laub selbst auch Boden und so, das ist so eine Sache. Aber Riolu bzw. Lucario dann wäre mega cool. Hab ich euch schon erzählt eigentlich, dass ich die Levelkurve angepasst habe? Ich glaube schon. Wenn nicht, werde ich nochmal das erzählen. Zum Beispiel Igniveau zu Ramauf. Das braucht ja richtig lange. Bis Level 59 müsste man Igniveau hochtrainieren. Das habe ich angepasst. Also das wird so zwischen 40 und 50 sich entwickeln, ich bin mir natürlich nicht sicher. Genauso wie Duodino zu Trigafado, das wird sich auch zwischen 40 und 50 entwickeln. Also alles so angepasst. Die ganzen anderen, Gladiandri zu das, die Weiterentwicklung, das wird sich so ungefähr zwischen 36 und 45 entwickeln, also nicht mehr so auf Level 52, wo du dir denkst, alter Schwede, wie hoch musst du denn das noch trainieren? Wir haben also relativ gute Chancen. Genauso wie mit den Entwicklungen. Zischlor, ihr kennt Zischlor, wie es sich entwickelt mit Metallmantel und dann muss man es tauschen. Genauso ist es auch bei uns. Ja, das ist so eine Sache, da habe ich das auch so gemacht, dass es nur einen Metallmantel tragen muss und man muss jeweils das jeweilige Pokémon eben ein Level aufsteigen. Also sprich, ich habe die Entwicklungsreihe vereinfacht. Also Tausch-Pokémon muss man nur ein bestimmtes Level hochtrainieren und dann hat man die Entwicklung. Ja, wie Zentimantur zu Pokolos, es hat ja nie so wirklich funktioniert. Man musste entweder per Sheet Pokolos dann
einfangen oder eben erstmal, wenn man über ein Gameboy gespielt hat, erst tauschen, hin und her tauschen, dass man selbst wieder sein Pokédex hat. Und das war eklig immer. Jedes Mal, wo du dir denkst, alter Schwede, muss ich jetzt mir 2 Gameboys holen, dann muss ich mir 2 unterschiedliche Spiele holen oder das jeweilige Spiel. Also hier hat es natürlich nur 2 unterschiedliche Spiele, schwarz und weiß, und dann immer tauschen hin und her. Gerade die Starter-Pokémon, die Tausch-Pokémon muss man immer hin und her tauschen. Ja, es waren immer so solche Sachen. Hat natürlich Spaß gemacht. So, wir kämpfen gegen Team Plasma. Das erste Mal. Und Team Plasma schickt ein Togepi raus. Oh, Togepi. Apropos Togepi. Togepi wäre relativ cool, wenn ich auch Togepi bekommen würde. Boah, das wäre mega cool, so ein richtiges geiles Togekiss zu haben. Oder alleine schon Togekick würde mir reichen. Okay, wir sind verwirrt, greifen uns selbst an. Mikronom. Bitte keine starke Pflanzenattacke. Oder Explosion, das wäre sowas von katastrophal. Aber wir haben es besiegt, dieses Toki. Sehr schön. So, da kann ich ja quasi nächste Folge schon Stratos City vollkommen erkunden. Und es geht schon heute Richtung Stratos City quasi. Alles cool. So, wir erhalten natürlich Zerschneider. Ich könnte es probieren, ob ich Pokémon Zerschneider beibringen könnte. Die VMs habe ich natürlich nicht gerandomized, sonst wäre es ja sowas von broken, das ganze Game. Also die habe ich wirklich stehen gelassen und zu sagen, okay, hier kriegt man Zerschneider anstatt Kaskade. Das wäre ja sowas von lächerlich gewesen, wenn ich jetzt eine Kaskade bekommen hätte. Aber wir können ja mal schauen, ob mir der Schneider jemanden beibringen können. Nein. Wie schon gesagt, da müsste ich dann noch VM-Sklaven entweder einfangen oder wir bekommen natürlich irgendwann mal Pflanzen-Pokémon, was eben Zerschneider kann. Oder Normal-Pokémon, was Zerschneider kann. Oder allgemeinen Pokémon, was Zerschneider kann. Naja. So. Wir müssen natürlich auf die Route 20 wieder, um Team Plasma in den Hintern zu drehen. Ich weiß natürlich, wo sich Team Plasma versteckt. Ich nehme eine kleine Abkürzung. Hier unten versteckt sich Team Plasma. Also, zumindest ist ein Teammitglied von Team Plasma. Oh, ein Flido. Hatte sie nicht offiziell im normalen Modus selbst auch hier ein Fililo? Ich glaube schon. Ich dachte schon, dass sie hier ein Fililo hatte. Das ist aber wirklich interessant auf jeden Fall. Katzporia hat sie. Das nur 3-mal. Ist okay. Wir machen natürlich Tackle. Und Fililo ist weg. Somit können wir Richtung Stratos City. Oder soll ich schon Stratos City ein bisschen erkunden? Ah, ich bin mir gerade sehr unsicher. Naja. Wir müssen natürlich wieder zurück zu Vapytro City, wo hier jetzt ein Shinox gegeben. Oh, so ein schönes Shinox. Das wäre so geil gewesen. So ein schönes, geiles Shinox. Naja. Egal. Wir müssen weiter. Ich hoffe ja, dass mir in Pokémon Schwarz 2 diesmal als, also
einer Randomizer die Pokémon-Liga schaffen und dann weiterkommen, ja, dass es doch nicht so extrem wird. Und ja, seid mal gespannt, wie es dann weitergeht in Stratos City. Denn ich bin selbst ein bisschen gespannt, wie es weitergeht. Vielleicht wird es ja schon in der Abwasserkanalisation so sein, dass wir dort sterben, weil dort ein legendäres Pokémon kommt. Oder in der Pokémon-Arena schon zugrunde gehen. Wer weiß. Ich würde aber mal ein paar Bälle holen. Und was ich noch schauen möchte, was können wir verkaufen? Was haben wir an Items? Zum Beispiel X-Tempo kann man gut verkaufen. Packepuppe würde ich... Ja, 500 eher weniger. Alter Reif kann ich natürlich nicht verkaufen. Deswegen hoffe ich, dass wir hier den Antiquets-Laden, also hier den Verkäufer finden, der eben die Dinger hier abkaufen will. Abkaufen. Wir haben also relativ viele nützliche Juwelen, Wundersaat und eine Tafel schon. Also relativ coole Sache. Pflanzen, Feuer. Also wir können Pflanzen und Feuer-Pokémon gut gebrauchen mittlerweile. Ich hoffe, dass wir auch mehrere Feuer-Pokémon antreffen in diesem Projekt. Denn ihr wisst ja, in Pokémon Weiß 2 sind unsere Feuer-Pokémon direkt weggestorben bis auf unser Starter-Pokémon und dann. Ja, hatten wir irgendwie in der Pokémon-Liga kein Feuer-Pokémon mal mehr. Das war ein bisschen frustrierend. Deswegen hoffe ich, dass wir hier ein Feuer-Pokémon wenigstens mal halten können. Und das extrem lange, so dass wir noch weitere Feuer-Pokémon finden und bekommen. Und wer weiß, wie viele Pokémon es hier gibt. 500 noch was? Naja. Auf jeden Fall, im nächsten Part geht es hier weiter. Mit Domtendo geht's dann Richtung Stratos City und ja, wir werden einfach mal Stratos City erkunden, ehe wir wirklich, ja, keine Ahnung, zu der Kanalisation gehen und dann Richtung dritte Arena. Die dritte Arena kommt demnächst wieder. Es ist so extrem schnell hier. Auf jeden Fall müssen wir ja noch, warte mal, ich überlege gerade. In der Kanalisation finden wir ein Pokémon, dann sogar noch in der Höhle und natürlich in Stratos City. Also drei neue Pokémon können wir bekommen, potenziell. Potenzielle Pokémon sind eventuell auch legendäre Pokémon dabei. Ich bin gespannt. Seid gespannt, welche Pokémon wir in Stratos City bekommen werden. Ich würde sagen, bis dahin, haut rein, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.